So, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe. Ich bin's wieder, euer Kornel mit dem Sozi. Sozi. Hallo, und du hast voll verpeilt, hier irgendwie früher was zu machen. Ah, oh. Wow, was eine enge Kurve. Ja, ja, das ist natürlich herrlich. Tobias, weißt du, er sieht, ich war hinter ihm mit dem Ding und dann meint er auch direkt, bam, mir einen reinknallen zu müssen. Wow. Nein, nein, boah, wenn ich nicht auf den Pilz gekommen wäre. Also, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, Tobias hat's auf mich abgesehen. Ja, und nicht immer. Ja, und schon wieder. Hauptsache, mal im Tunnel mal alles zulegen. Ja, lol, was ist mit dem Kugelwilli los? Ach so, der nimmt den Weg. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Jo, und ich bin durch einmal runterfallen hier schon wieder. Und zweimal. Alter, hier ist es sau schwer, nicht runterzufallen irgendwie. Alter, was ist denn hier los? Nein, 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 nicht runterfallen. Ja. Oh, der war knapp. Der erste hat mich überrundet gehabt. Echt? Knapp. Ja, aber ich werde runtergefallen. Ich werde runtergefallen. Jetzt sag nicht, du bist noch vor mir. Ja, ich werde schon wieder im Offroad rausgehen. Ah, egal. Ich reicht sogar. Die Ergebnisse, ach komm, ey. Ich bin mit den letzten EPs echt nicht zufrieden. Ich weiß nicht, was da los ist. Wieso? Keine Ahnung. Der letzte GP war zwar ganz gut mit über 20 Punkten, aber es kommt irgendwie nichts Gutes bei rum. Nee, ich, ja, das kenne ich. Ich, ja, jetzt auch. Ah, nächstes Rennen einfach abhaken. Lohnt doch, ne, das hatten wir, ach komm. Ach komm, scheiß drauf. Hatten wir ja schon mal. Es ist ja schon das zweite Rennen. Und vielleicht eben nochmal zu der Strecke was zu sagen. Das ist bis jetzt, glaube ich, die kürzeste CT, die wir hatten. Ja, die ist so kurz, da braucht man dann auch nur ganz kurz was zu sagen, und zwar... Das Problem ist, dass ich da dreimal runtergefallen bin und da kann man natürlich schwer vorne landen. Ich bin zweimal in der letzten Runde runtergefallen. Das ist super. Beim ersten Mal. Hier gibt's ein SC. Der Shroomless irgendwie auch was bringt, habe ich gerade festgestellt. Jo. Obwohl ich eigentlich einen Shroom gehabt hätte, aber gedacht habe, oh, das ist der normale Weg. Boah. Ich finde die Strecke hier irgendwie richtig geil. Das ist irgendwie so ein Speed-Gefühl. Ich weiß nicht. Ja, ja, ich kenne, ich weiß, was das du meinst. Das ist richtig geil. Das kommt halt dadurch, dass die Rampen hier alle so gesetzt sind, dass man flache Stunts so zieht und dieses Stunts halt schnell wirken. Gut, den SC, ob es sich lohnt, den Schumnis zu fahren, ja, ja, ist doch halt fraglich. Aber man kann damit sehr viel aufholen, wie ich gemerkt habe. Oh, der Kugelwilli fliegt wieder 10 Meter weiter über dem Boden. Ja, die Strecke ist aber, ja, keine Ahnung. Also sie ist, auf jeden Fall macht sie sehr viel Spaß, aber ich bin gerade schief und komme da dann nicht richtig auf den Sprung und fall deswegen jetzt runter. Ach, ich weiß nicht, hallo, was Patrick hier los ist, ey. Ich habe Patrick einfach mal gerade voll geownt. Ich weiß nicht, warum im Moment so viel Scheiße einfach bei mir passiert. Ja, hättest du mal Funky genommen, der ist für Noobs. Ja. Aber und sein Driftverhalten ist auch ganz anders. Ja, ich wollte gerade sagen, mit Funky ist halt das Problem, damit kann ich nicht driften. Weil Funky driftet ja nach außen immer. Und Donkey Kong ist halt eher so wie Cooper und Mario. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, und... Also, eigentlich fahre ich ja am liebsten mit Cooper und Mario, aber da auch mitten, weil da sind ja sogar die Bikes. Aber auch nur mit Bikes, weil die Karts, da muss man ja driften in den Kurven. Ja, manchmal muss man, also die Frage ist ja, ob man in jeder Kurve mit einem Kart driften muss. Nein. Oh, es ist sie dumm. Bam, wer hat recht gehabt? Ich hasse diese Strecke jetzt schon. Ja, Pipe Underworld, keine Ahnung, die wird online sehr, sehr gerne gewählt. Ich bin... Ja, ich fahre schon am Anfang, falle ich runter. Geil. Ja, die Strecke ist eigentlich nicht schlecht, aber sie ist irgendwie... Ah, ich weiß selber nicht so genau. Die Strecke ist halt irgendwie auch mit den ganzen Sachen, die eingebaut wurden, richtig cool, aber zum Teil halt auch schwer zu fahren. Ja, hier ist erstmal die Frage, wo... Hä? Ist das Spiegel nicht, oder? Oh, natürlich falle ich runter. Jo, ich auch. Ist auch da. Ja, ja. Hä, wo ich bin sollte ich einfach hier versuchen auch. Call ist warum ist denn ey. Da ist ja so ein riesiger roter Pilz in der Mitte, hast du den gesehen? Ja, ja.
Der hat mich jetzt auch gerade verwirrt. Den kannte ich noch nicht. Ich dachte, es liegt an meiner TV-Karte, dass ich den jetzt das erste Mal sehe. Hä? Den habe ich vorher noch nie gesehen. Weil das war ja die Stelle, wo man voll oft runterfällt. Ja. Episch. Alter, wie zwei Fakeboxen auf den Turbostreifen liegen. Was geht da denn? Ey, wir haben jetzt hier die vier Cups aufgenommen. Und es ist so viel... so viel komische Scheiße passiert. Das ist unglaublich. Habt ihr das gerade gesehen? Also, nee, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Sonst spult nochmal zurück. Immerhin kann man hier in der ersten Runde eine kleine Abkürzung fahren. Auch das wusste ich beim ersten Mal online fahren nicht und bin deshalb vollkommen anders gefahren. Also die Strecke hier muss man halt auch mehr oder weniger oft gefahren sein, damit man hier was reißen kann. Deshalb ist die online wahrscheinlich auch so beliebt. Wow, ich setze einen Maxi ein und genau in dem Moment kommt... Ja, das hatte ich auch schon. Ah, jetzt habe ich das mit dem roten Pilz auch mal verstanden. Was denn? Ey, da kann man relativ schnell schon in die Kurve gehen, wenn man auf den roten Pilz drauf fährt. Ja, weil normal ist, fällt man da ja gerne runter, weil das so uneinsichtig ist. Ja, genau. Wo ist denn hier der... Ich kenne diesen roten Pilz. Ich auch nicht, der kommt mir voll neu vor. Nee, ich fall schon wieder runter. Wie gesagt, ich dachte, das liegt an meiner TV-Karte, aber wenn du das auch so siehst, dann ist da irgendwas seltsam. Es ist gerade völlig seltsam. Ich bin voll geflasht gerade. Ich weiß auch nicht, warum der erste so weit weg ist. Das ist voll übel. Und mir ist gerade was richtig Cooles passiert, das musst du dir auch angucken, Gozi. Ich bin wieder in die Röhre reingesprungen, oder? Da wo man über den Steg fährt, dann springt man ja über so eine gelbe Rampe und dann wieder in die Röhre rein, oder? Mhm. Und ich hatte einen Pilz oder so und war deswegen schneller und bin dann so hochgeflogen, dass der sich bei der Röhre oben auf den Kopf gedreht hat. Dann auf dem Kopf weitergefahren ist und dann hat der. Nein, weil ich halt, fall schon wieder runter, hätte ich doch. Weil ich halt genauso gelenkt habe, wie ich eigentlich vorhatte zu lenken, ist der dann so gefahren, dass ich wieder rückwärts, also ich bin wieder aus der Röhre rausgefahren und dann ins Wasser gesprungen. Wenn du das irgendwie nachvollziehen kannst. Wenn du dir das irgendwie so bildlich vorstellen kannst gerade. Mann, das wäre ein sicherer zweiter Platz gewesen, wenn ich da ordentlich gefahren wäre. Ja, ich muss hier um den 9. noch mal kämpfen. Oh, da ist einer runter, oder? Ja, ist wunderbar. So, da ist der rote Pilz und ich fall schon wieder runter. Da hätte ich jetzt nämlich den Stunt machen müssen, den ich in der ersten Runde nicht... in der ersten Runde bin ich anders auf den roten Pilz draufgefahren. Deswegen hat der Stunt mich runtergeworfen, weil ich dadurch eine falsche Länge bekommen habe. Beim zweiten Mal bin ich vor dem roten Pilz runtergefallen und beim dritten Mal, da habe ich halt keinen Stunt gemacht. Tja. Ich bin froh, dass ich die Strecke halbwegs gut über die Bühne gebracht habe und sogar Dritter geworden bin. Das ist eigentlich der... Du bist schon im Ziel? Ja. Warum fahre ich eigentlich? Alter, hast du einen Rückstand. Ist ja fast schlimmer als bei mir bei Bowser Juniors Fortress. Das hat mich einfach gerade alles so gemacht. Alter, wie Punkte. Reto einfach mal 45 Punkte holt. Ich habe 0 Punkte. Also ich würde sagen... Ich würde sagen, alle auf Reto, oder? So, Leute. Und ob wir die 0 Punkte schaffen, das sehen wir im nächsten Part. Ach, Spaß. Lustig, oder? Alter. Okay, ob wir die 0 Punkte schaffen, das sehen wir jetzt. So, meine Damen und Herren, und jetzt spielen wir eine Strecke, wo in der Mitte ein Garten ist. Es ist so wunderschön. So, it is called Beach Garden. Findest du es auch so romantisch, wie ich so ziehe? Hä? Findest du es auch so romantisch wie ich? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, ich wollte dir immer schon mal was sagen, so ziehe. Und ich finde, es ist so jetzt die richtige... Richtiges... Ja, stimmt. Jetzt, wo ich Tobias geohnt habe, ist das wirklich ein richtiger Zeitpunkt, ja. Okay, ich lasse es. Endlich war das mal die Rache. Nee, aber das enttäuscht mich jetzt von dir, dass du so... Und gefährliche Stelle, ungefähre... Alter, ich laber. Immerhin habe ich Reto geohnt, das ist ja auch schon mal was. Bevor der die 60 so holt. Ja, und ich muss 9. werden. Wir sind auf 10. Ja, ohne Mist, es gibt zwei Möglichkeiten auf 60 und 0 in einem GP. Das hat man das nicht schon... so... Oh, das war dumm. So, jetzt fahren wir auch mal beim... Oh, das war nicht schlecht.
aber ich, mach den keinen Wheelie, ich mach den unglaublich dümmsten Fehler, den man machen kann. Das ist so peinlich. Geradeaus ins Wasser fahren? Ja, ja. Also ich genau bin, den. Ich bin durch den Stunt ins Wasser gefallen, aber gut. Oh, ja, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, vorher meinen Driftknopf zu drücken. Vergessen. Ja, normal musst du einfach andriften, dann kommst du da ja locker um die Kurve, selbst im Sprung. Ja. Ja, ich bin so weit aber hinten, ey, das wird schon wieder nix. Das sehe ich schon kommen. Ja, mich kriegst du noch. Oh ja, vor allem wenn ich gegen Wände fahre. Wobei die Daisy noch weiter abgeschlagen. Ist das Reto? Wahrscheinlich nicht. Das hat mich gewundert, wie der auf 45 Punkte gekommen ist bei Strecken, wo man halbwegs Bescheid wissen sollte. Ich fahre gerade so eine Grütze. Oh, der Bull ist über den ganz engen Kurven, ist gar nicht schlecht. Ja, danke. Gerade um Gegner zu hauen, wollte ich sagen. die halt einfach die Fresse so und ziehen. Weiße. So, jetzt habe ich die Stelle auch mal ordentlich genommen. Oh, komm schon! Ja, jetzt falle ich wegen dem Stern runter. Das ist aber auch so eine Strecke, da fällt man einfach nicht jede Runde, sondern wenn man fällt einmal und dann weiß man direkt, wie man beim nächsten Mal machen muss, damit man nicht wieder fällt. Jo. Oder man fällt nochmal anders, so wie ich gerade. Ich mach so eine Grütze hier. Ja. Das hat man bei anderen Custom Tracks halt nicht. Da macht man drei Runden denselben Fehler und weiß immer noch nicht, wie man es besser machen soll. Und so solche Custom Tracks finde ich persönlich dann nicht so geil. Doch, Reto ist auf dem letzten. Ach du Scheiße. Aber er hat einen Kugel wie ich. Ich glaube, er hat voll das Nervenflattern bekommen, weil er die Chance auf 60 gehabt hat. Oh. Jetzt gib mir bitte einen Kugel, Willi. Bitte. Hallo Patrick. Ich brauche einen Punkt. Ich brauche nur einen Punkt. Ist Reto nicht immer noch hinten? Nee, der ist genau vor mir. Aber die haben immer Sterne und ich mit meinen Goldpilzen hier bei den Kurven kommst du dann immer gegen den Stern irgendwie. Was? Natürlich! Ey, Tobias ist. Ja! Nein! Nein! Na, wieso? Wie? Ich krieg ein. Wo werde ich gerespawnt? Es ist so unglaublich. Ja, und dann kommt noch der Schock, nachdem ich endlich wieder groß werde. Und Tina dort. Das ist die Nullnummer. Meine Damen und Herren. Obwohl. Sina, ich liebe dich. Sina, ich liebe dich. Ja, ich liebe euch alle. Ich krieg sogar mehr als einen Punkt. Ja, zwei. Naja. Ich bin immerhin noch im Mittelfeld. Naja. Boah, ich habe so viel auf Reto aufgeholt, der hätte fast verloren. Ja, naja, was Reto sehen, in dem Rennen gemacht hat, ich will es gar nicht wissen. Vielleicht mit einer Hand gefahren oder so. Alter, ja. Der hat sich wahrscheinlich auf seine 60 schon einen onaniert. Jucken. Oder etwa. Ja, wenn er mit GameCube Nintendo Controller fährt, dann könnte er den Rumble vielleicht. Aber nur zeitweise, weil der irgendwann ausfällt. Hab ich gehört. Also, wir haben keine Nullnummer erlebt. Ich bedanke mich bei allen, die mitgefahren sind. Cornel ist schon wieder nicht vor mir gelandet. Cornel ist schon wieder nicht vor mir gelandet. Hör mir auf, ey. Das waren jetzt die letzten 4 GPs, waren irgendwie eine Qual, ich weiß nicht. Bei mir waren es nur 3. war einfach nicht mein Tag, muss man sagen. Aber mir ist auch richtig viel Scheiße passiert, das muss man sich mal angucken. Custom Tracks halt, ich meine, was erwartet man? Ja, ich hatte einen richtig guten Glitch und dann halt, ja, ein paar nicht so gute irgendwie. Ein wenig nicht so gute. Naja. Ich muss noch ein bisschen üben, aber Sozi und ich machen mal One-on-One und dann klappt das schon. Custom Tracks, alle Strecken einmal, juhu. Ja, im Stream. das klappt nicht mehr. Warum? Ja, willst du Civilization und Custom Tracks fahren? Das passt ja, beides wenig zusammen. Ja, dann dein 1500 Abonnenten Special. Boah, eher übertreibt. Gut, ich sag einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Part.